Hallo, heute bestimmt ihr, welchen Spannungsroman ich im Oktober lese. Das Wunschlisten-Voting macht mir immer so viel Freude und ihr beteiligt euch so aktiv und habt tolle Vorschläge, egal ob ich euch Vorschläge zur Auswahl stelle oder ihr selber Vorschläge macht, kommt da immer irgendwie was Spannendes bei raus. Und selbst wenn mir das Buch am Ende nicht gefällt, dann folge ich wenigstens eurem Wunsch und kann euch dann auch berichten, wie es mir gefallen hat, egal ob jetzt gut oder schlecht. Und wir machen das im Oktober natürlich wieder und diesmal mit dem Fokus auf düster, dunkel, spannend. Im ersten Moment habe ich gedacht, vielleicht mache ich so wie im Booktube-Sommercamp, dass ich Bücher aussuche, die irgendwas Herbstliches im Titel haben. Aber dann ist schnell dabei rausgekommen, dass ich Lust auf Thriller habe und auf Spannung. Und vielleicht nicht nur auf Thriller, sondern auch auf was gemütlich Spannendes. Da habe ich jetzt eine ganz unterschiedliche Auswahl ausgesucht. Und ihr könnt wie immer unten abstimmen. Entweder indem ihr das Buch, was ihr wollt, dass ich es lese, unten in einem Kommentar aufschreibt. Oder ihr gebt einem anderen Kommentar, der euren Favoriten nennt, einen Daumen hoch. Und so entsteht dann immer ein Stimmungsbild. Und ich kann eurem Wunsch folgen und das Buch dann entsprechend lesen. Und jetzt stelle ich euch die Bücher vor, die ich in die engere Auswahl genommen habe. Die dunkle Stille des Waldes von Nalini Singh ist neu erschienen. Das ist der zweite Thriller der Autorin, die aus Neuseeland kommt. Normalerweise schreibt sie Romances, aber der Klappentext hat mich angelacht. Und ich finde, das Cover sieht durchaus auch herbstangemessen aus. Es geht um die bildschöne Nina, die aus dem Haus ihres reichen älteren Ehemanns verschwindet. Und die Familie lässt diesen Fall ziemlich schnell vertuschen und unter den Tisch fallen, weil sie nicht wollen, dass es einen Skandal gibt. Einige Zeit später werden Ninas Knochen in der Nähe jedoch gefunden und ihr Sohn ist entschlossen, den Fall aufzuklären und die trügerische Fassade einzureißen. Ich muss jetzt nicht bei jedem Buch dazu sagen, das klingt spannend, stimmt dafür ab. Ihr wisst, was zu tun ist unten in den Kommentaren, wenn ihr wollt, dass ich die dunkle Stille des Waldes von Nalini Singh lese. Dann habe ich eher was Gemütliches, auch Ermittlungsfokussiertes, allerdings in einem sehr, sehr spannenden Setting. Ich habe Die tödliche Familie Lee, Inspektor Singh Band 1 von Shamini Flint ist die Autorin ausgesucht. Und das spielt in Singapur und ist ja so ein bisschen als cozy, also gemütlicher Krimi eingestuft worden. Der Fall an sich klingt allerdings schon, ja, also es gibt einen Mord. Ganz gemütlich ist das dann nicht. Die Bücher sind übrigens auch auf Kindle Unlimited verfügbar, wenn ihr das Buch jetzt, nachdem ich es euch vorgestellt habe, selber lesen wollt. Ausgangspunkt ist ein Fall, der sehr klar scheint. Nur Inspektor Singh in Singapur ist davon überzeugt, dass die schöne Chelsea ihren Mann Alan nicht erschossen hat. Er ermittelt auf eigene Faust weiter und stößt dabei auf viele Verdächtige mit den unterschiedlichsten Motiven, von verhängnisvollen Affären über Sorgerechtsstreit bis hin zur illegalen Abholzung des Regenwaldes. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Wenn ihr wollt, dass ich den Auftakt der Inspektor Singh-Reihe von Shamini Flint mal anlese und, naja, nicht nur anlese, sondern lese und euch davon berichte, dann könnt ihr gerne unten dafür abstimmen. Von Anne Nordby habe ich bisher noch nichts gelesen, aber ihre Cover treffen meinen Thriller-Nerv absolut. Und dann habe ich den Klappentext von Kalter Strand gelesen und das klingt richtig gut. Es ist nämlich, ja, der Klappentext an sich ist auch ein bisschen ominös, denn wir kriegen sozusagen einen Brief abgedruckt als Klappentext und den lese ich euch jetzt mal vor. Und jetzt zu deiner neuen Aufgabe. Kaufe 4 Benzinkanister, gehe zu einem Haus in deiner Nachbarschaft, aber eines, in dem auch Menschen sind, und schütte das Benzin dort aus. Mit der Fackel zündest du das Haus an. Widersetzt du dich meinem Befehl, bekommst du Stephanies Kopf mit der Post zugeschickt. Du hast nur heute Nacht Zeit und vergiss nicht, ich sehe alles, das Auge. Ich stelle mir da eine Geschichte vor, bei der die Spannung und vielleicht auch der Grusel dadurch entsteht, dass Menschen zu etwas getrieben werden, was man sich nicht vorstellen kann, was sich unmenschlich anfühlt und ja,
solche Extremsituationen für die Menschen eine absolute Belastungsprobe darstellen. Dann habe ich das Landhaus von Julie Cameron ausgesucht und beim Klappentext musste ich übrigens lachen. Also es klingt an sich wirklich sehr spannend, aber es gab eine Stelle, wo ich im Klappentext einfach kichern musste. Also, es geht um Tom und seine Frau Izzy und für Tom geht ein Traum in Erfüllung. Er hat nämlich ein altes Gut auf dem Land in England gekauft. Seine Frau Izzy möchte allerdings lieber in London bleiben. Und jetzt die Stelle, wo ich gelacht habe. Das alte Haus mit den Streuobstwiesen verursacht ihr Gänsehaut. Und bei Streuobstwiesen gehen bei mir jetzt immer alle Alarmglocken hoch und ich denke an alte Sorten von Ewald Ahrens. Ja, also das alte Haus mit den Streuobstwiesen verursacht ihr Gänsehaut und zugleich hat sie das Gefühl, schon mal in diesem Haus gewesen zu sein. Und dann findet sie ziemlich gruselige Hinweise und Spuren in diesem Haus, aber weder die Polizei noch ihr Mann Tom glauben ihr. Doch Izzy weiß, die Idylle trügt. Ich finde, es klingt fast minimal ein bisschen übernatürlich. Also, ich habe jetzt die Kurzversion des Klappentexts erzählt, aber ich weiß nicht, es könnte auch nicht ganz auf natürliche Art und Weise in diesem alten Landhaus vorgehen. Und wenn ihr wollt, dass ich das Landhaus von Julie Cameron lese, mit Streuobstwiese und allem drum und dran, dann stimmt ihr unten dafür ab. Ruth Ware geht immer, wäre auch ein Häkchen in meiner Ruth Challenge. Und ich habe von ihr noch nicht alles gelesen, unter anderem im dunklen, dunklen Wald noch nicht. Und der Ausgangspunkt klingt ein bisschen so wie Birthday Girl von Sue Fortin. Das habe ich gelesen und da fand ich die Ausgangslage super. Und im Grunde ist das eine Variation von dem Erzählstrickmuster, das ich einfach in Spannungsromanen liebe, nämlich Isolation und dann passiert was Schlimmes. Die Protagonistin Nina ist überrascht, als Claire, eine alte Freundin, sie zu ihrem Junggesellinnenabschied einlädt. Die beiden haben sich nämlich seit 10 Jahren nicht mehr gesprochen. Damals gab es nämlich einen Vorfall und seitdem hatten die beiden keinen Kontakt mehr miteinander. Das geplante Wochenende im absolut entfernten Norden Englands wird zu einem mörderischen Albtraum. Die Ausgangslage klingt ehrlich gesagt fast sogar nach 5 Sternen. Ich bin sehr gespannt, ob ihr wollt, dass ich im dunklen, dunklen Wald von Ruth Ware lese. Und der letzte Kandidat ist Lügen können töten von Harriet Theis. Und ich finde, das klingt so ein bisschen vielleicht wie Big Little Lies oder so eine Mischung aus Big Little Lies und Kleine Feuer überall vielleicht. Ich kriege jedenfalls so den Vibe von dieser Mischung. Es geht um die Protagonistin Sadie, die in das Haus ihrer verstorbenen Mutter zieht, damit ihre Tochter in die dortige Eliteschule gehen kann. Sadies Tochter muss sich an dieser Schule natürlich erstmal einleben, genauso wie Sadie auch. Sie hat nämlich eine Stelle in ihrer alten Anwaltskanzlei angenommen. Als sie den Angeklagten in einem skandalösen Fall vertritt, verliert Sadie nach und nach die Distanz und kann dann auch nicht mehr unterscheiden, was Lüge und was gefährliche Wahrheit ist. Also irgendwie habe ich da so ein bisschen den Vibe von Kleine Feuer überall mit deutlich mehr Thriller-Elementen. Wenn ihr wollt, dass ich Lügen können töten, ich verwechsel das immer mit dem Titel von John Mars. Wie heißt der denn? Ist auch egal, die beiden Titel hören sich jedenfalls sehr ähnlich an. Aber ich würde euch vorschlagen, dass ich Harriet Theis Lügen können töten lese. Wenn ihr das wollt, stimmt ihr unten ab. Und das war's auch schon. Ich bin total in Thriller-Stimmung, auch was das Wetter angeht, und bin sehr gespannt, welcher der vorgestellten Titel euch am meisten anlacht und ihr den dann für mich auswählt. Und dann werde ich natürlich, wie immer im Lesemonat, davon berichten, wie mir das ausgewählte Buch gefallen hat. So, das war's. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss.